Wir können damit, glaube ich, schon sehr zufrieden sein. Wir haben endlich mal wieder unsere Leistungen auf den Platz gebracht, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. Und 2-2 ist okay, auswärts 2-0 zurückliegen und dann das Ganze wieder aufholen, ist schon gut. Also mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, weil ich habe hier eine über 90 Minuten stärkere Mannschaft gesehen als Heimmannschaft. Also unsere Mädels waren von der Spielanlage her deutlich griffiger, deutlich besser in den Zweikämpfen. Es ist halt schwer, gegen einen Gegner zu spielen, der sehr viel lange Bälle schlägt und auf zweite Bälle hofft. Und dementsprechend tun wir uns dann auch immer mal gelegentlich ein bisschen schwer, die Kugel runterzunehmen und ja konstruktiv nach vorne zu spielen. Müssen uns ein bisschen an die eigene Nase packen. Die beiden Tore fallen aus dem Nichts. Also es hat sich für mich überhaupt nicht angekündigt. Wir wissen aber eben halt um die Qualität auch von Nina Philipp. Wenn die drauf hält, dann ist es halt schwierig. Waren für mich wieder so zwei typische Frauenfußballtore, die nicht fallen dürfen. Und aber ganz am Ende bin ich hochzufrieden. Einzige Wermutstropfen ist jetzt die Muskelverletzung von Katharina Schimpf. Gott sei Dank haben wir jetzt eine zweiwöchige Spielpause und ich denke mal, dass dann die 3-4 Verletzten, die wir im Moment haben, dann auch wieder zurück sind. Ich habe schon länger darauf gewartet, dass mal wieder einer reingeht. Musste einfach auch mal wieder sein und heute kam das Glück ein bisschen dazu und dann mache ich die einfach mal rein.